Mit diesem Taschenrechner kann man ebenfalls Vektorenprodukte berechnen. Hier sind zum Beispiel zwei Vektoren u und v angegeben anhand ihrer Koordinaten in einem orthonormierten Bezugssystem des 3D-Raumes. Ihr Skalarprodukt berechnet man durch Abszisse mal Abszisse plus Ordinate mal Ordinate plus Lot mal Lot. Das ergibt 14. Um ihr Vektorprodukt herauszufinden, auch Kreuzprodukt genannt, gibt es mehrere kleine Tricks. Die Antwort ist ein Vektor. Um die Abszisse von diesem Vektor zu finden, rechnet man 2 mal 0 minus 5 mal 3. Das macht minus 15. Um die Ordinate herauszufinden, rechnet man 3 mal 4 minus 0 mal 1. Das macht 12. Und um das Lot herauszufinden, rechnet man 1 mal 5 minus 4 mal 2. Das macht minus 3. Lassen wir den Taschenrechner das auch berechnen, um zu sehen, ob wir hier keinen Fehler gemacht haben. Also gehen wir sofort ins Menü. Ich tippe auf Menü. Und jetzt fahren wir mit den Kursortasten sofort aufs Feld Nummer 5, Vektorrechnung. Wir bestätigen diese Auswahl mit Enter und können jetzt sofort den ersten Vektor A definieren. Casio schreibt Vektor eben mit einem Großbuchstaben und ohne Pfeil oben drüber. Okay, das nehmen wir so an. Wir tippen die 1 für Vektor A. Die Dimension vom Vektor ist selbstverständlich 3, also tippen wir die 3. Und jetzt können wir die Koordinate vom Vektor A eingeben. Die Koordinate ist hier 1, Enter, 2, Enter, 3, Enter. Jetzt haben wir mehrere Optionen, um weiterzumachen. Also tippen wir auf Optionen. Ich tippe drauf. Tipp. Wir möchten jetzt den zweiten Vektor definieren, also wählen wir wieder die 1. Tipp. Jetzt bestimmen wir Vektor B. Deshalb wählen wir die 2. Tipp. Die Dimension von diesem Vektor B ist ebenfalls 3, also tippen wir auf 3. Tipp. Hier können wir jetzt die Koordinate von diesem zweiten Vektor eingeben. 4, Enter, 5, Enter, 0, Enter. Was machen wir jetzt damit? Wir haben wieder mehrere Optionsmöglichkeiten, also tippen wir auf Optionen. Ich tippe drauf. Tipp. Wir möchten jetzt mit diesen Vektoren eine Rechnung machen, also tippen wir auf 3. 3. Tipp. Wir sind jetzt bei Vektoren. Was möchten wir jetzt machen? Dazu gibt es mehrere Optionen, also tippen wir wieder auf Optionen. Tipp. Wir wählen hier den ersten Vektor A, der versehen ist mit der 3. Also tippen wir auf 3. Tipp. Da ist er, dieser Vektor A. Was machen wir jetzt mit diesem Vektor A? Wir möchten ihn skalar multiplizieren mit dem zweiten Vektor B. Also gehen wir auf Optionen. Gehen mit dem Kursor um ein Feld nach unten und wählen hier das Skalarprodukt. Also wählen wir die 2. Ich tippe auf 2. Tipp. Welchen Vektor wollen wir skalar multiplizieren mit dem ersten? Das ist der Vektor B. Also unter Optionen wählen wir jetzt den Vektor B aus, versehen mit 4. Also tippe ich auf 4. Und hier steht jetzt Vektor A, Skalar, Vektor B. Wenn ich jetzt auf Enter drücke, dann müsste eigentlich die 14 rauskommen. Wenn das nicht 14 macht, dann haben wir irgendwo einen Fehler gemacht. Entweder hier oder bei den Eingaben. Ich tippe mal, Tipp 14. Uff. Jetzt machen wir weiter unter Optionen. Wir möchten jetzt wieder mit den Vektoren A und B arbeiten. Wir suchen hier das Kreuzprodukt. Also wählen wir zuerst Vektor A. Versehen mit der 3, wir tippen auf 3. Tipp. Jetzt suchen wir das Kreuzprodukt und tippen jetzt einfach hier auf das Kreuz für mal. Tipp. Und jetzt suchen wir unter Optionen den zweiten Vektor aus. Das ist der Vektor B, versehen mit der Ziffer 4.
Also tippen wir auf 4, Tipp. Und dieses Kreuzprodukt wird angegeben, sobald wir die Enter-Taste tippen. Ich mache das jetzt, Tipp. Und hier steht dann die Koordinate von diesem Kreuzprodukt. Die Abszisse ist minus 15, stimmt. Die Ordinate ist 12. Man wird sie bestimmt größer sehen, wenn ich mit Cursor-Taste hier nach unten tippe. Tipp, ja, da steht sie, die 12, ist okay. Und das Lot ist minus 3. Cursor-Taste nach unten, so steht die minus 3 größer im Display. So kann man also auch Vektorenrechnungen mit diesem Casio machen. Wenn euch diese Erklärungen gefallen haben, dann könnt ihr das Video gerne liken. Und wenn ihr mehr Lust auf Mathe habt oder mehr über den Umgang mit diesem Taschenrechner erfahren wollt, dann könnt ihr gerne auf meinen YouTube-Kanal stöbern und ihn vielleicht auch abonnieren. Ich freue mich über jeden Klick, über jeden Like und über jeden Abonnenten.